Wie planst du deine beste Saison? Wie wird deine nächste Saison einfach die bisher beste? Und das ist eine Frage, die stellen sich sehr, 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 sehr viele Athleten, die stellen sich meine Athleten, die stellen sich andere Athleten und die habe ich mich auch immer gefragt. Und ich sage mal für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Dr. Gullo Röcken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach und ich würde dir einfach mal so meine Tipps mitgeben, wie du einfach nächste Saison richtig durchstarten kannst und wie du einfach für dich auch deine Leistungsfähigkeit optimal aufbaust. Ich würde das Ganze so strukturieren, dass ich zuerst so ein bisschen in allgemeine Faktoren eingehe und danach gehe ich nochmal so ein bisschen auf speziellere Dinge drauf ein, gerade so, wenn es Richtung Triathlon geht, wenn es Richtung Ausdauerwettkämpfe geht, wie du das einfach für dich auch optimal aufziehst. Und wenn man sich das Ganze erstmal im Generellen anguckt, dann ist es erstmal wichtig, dass du so ein bisschen über Periodisierung drüber nachdenkst. Und Periodisierung ist etwas, was ein Konzept ist, was letztendlich beschreibt, wie du dein Training optimal strukturierst, um am Tag X maximal erfolgreich zu sein. Und da gibt es verschiedenste Konzepte so. Ich meine, sehr, sehr viele kennen das vielleicht von euch, dass es so eine klassische Periodisierung gibt, wo man zuerst sehr, sehr viel Low-Intensity-Training aufbaut, wo man zuerst dafür sorgt, dass man irgendwie eine große Basis hat, einen großen Motor hat und dann wird man irgendwie immer spezieller, irgendwie intensiver und irgendwie immer spezifischer auf den Wettkampf. Das sind einige Konzepte. Dann gibt es auch sowas wie eine reverse Periodisierung, wo man zuerst sehr, sehr viel High-Intensity-Inhalte macht, eher so ein bisschen an der Motorik arbeitet, eher so ein bisschen mehr Schnellkraft und solche Sachen, sage ich mal, aufbaut. Und dann wird man zur Saison hin eher so ein bisschen länger, eher ein bisschen mehr Basisaufbau macht, wo man diese ganzen Konzepte, sage ich mal, miteinander kombiniert und einfach auch so ein bisschen verschachtelt. Und ich habe auch früher, sage ich mal, sehr viel mit verschiedensten Periodisierungskonzepten gearbeitet, habe gerade so bei Anfängern eher klassische Periodisierungskonzepte gebraucht und das klappt auch sehr, sehr gut, dass man als Anfänger eher sagt, okay, es geht darum, dass du deinen Motor aufbaust, dass du erstmal große Systeme schaffst, dass du dafür sorgst, dass du gerade so Zone 2 Training sehr, sehr viel einbaust, sehr viel Low-Intensity Training, weil du damit einfach gerade so dein kardiovaskuläres System sehr gut aufbaust, deine Mitochondrien optimierst du damit und damit baust du einfach auch eine sehr, 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 sehr solide Ausdauer auf. Und das ist zum Beispiel vor allen Dingen sehr, sehr wichtig für Athleten, sage ich mal, die neu dabei sind. Und das sieht man zum Beispiel auch immer wieder im Fitnessstudio oder in anderen Dingen, wo Leute halt probieren, mit High-Intensity-Training hier einfach zu arbeiten und hier einfach schon Dinge irgendwie zu hebeln, aber es fehlen halt noch die kompletten Grundlagen. Und das führt definitiv eher zum Scheitern, das führt definitiv eher dazu, dass du nicht so richtig vorankommst und dass auch viele Achsen, gerade so hormonelle Achsen, aber auch Verletzungsdinge einfach verstärkt auftreten und hormonelle Achsen dann, sage ich mal, auch so ein bisschen runtergehen. Sodass ich finde, das eignet sich relativ gut so für Anfängerathleten. Und für fortgeschrittene Athleten kann man dann, sage ich mal, solche Sachen wie reverse Periodisierung machen, andere Periodisierungskonzepte, auch eine Blockperiodisierung, wo man sich mal ganz spezifisch für einen Zeitraum einem System einfach widmet und da einfach auch so mehr Gas gibt. Ich sag mal, wo ich aber auch ein sehr, sehr großer Freund von bin, von welchem Periodisierungskonzept, ist so ein bisschen von den Konzepten von Bondarchuk. Bondarchuk ist ein russischer Wissenschaftler gewesen, der ein Hammerwerfer war, der olympische Hammerwerfer war, der Goldmedaillengewinnerwerfer war im Hammerwerfen und danach hat er sehr, sehr gute Periodisierungskonzepte aufgebaut, wo es bei ihm sehr, sehr stark darum geht, dass man sich auch so die Belastung genau anguckt von dem Wettkampf, von dem, was einfach nachher spezifisch abgerufen wird. Und dann baut Bondarchuk, sage ich mal, verschiedenste Systeme darum herum auf, die erstmal weiter davon entfernt sind, so in der ersten Hierarchie eben, das ein bisschen unspezifischer ist. Und dann noch weiter, was definitiv generell unspezifischer ist. Und je mehr du Richtung Wettkampf kommst, desto spezifischer wirst du. Aber desto spezifischer wirst du einerseits von deinen Intensitäten natürlich irgendwie auch, andererseits aber auch von den Dingen, die du benutzt im Wettkampf. Bei Bondarchuk war es irgendwie Hammerwurf. Also dann, je nachdem, wenn er halt in die Spezifik gegangen ist, hat er halt den wirklich spezifischen Hammerwurf durchgeführt. Vorher hat er dann eben andere Instrumente, andere Tools benutzt, die den Hammerwurf irgendwie ähnlich repliziert haben, aber eher zum Beispiel im Kettlebell-Swing. Und davor zum Beispiel hat er dann Langhantel benutzt oder andere Dinge, die dann eben noch unspezifischer waren. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Konzept, einfach auch so im Ausdauersport, dass man eben zuerst sagt, es geht eher darum, auch generelle Faktoren zu entwickeln und auch vielleicht mal nicht so unbedingt direkt in den Disziplinen zu arbeiten, sondern vielleicht auch andere Ausdauerdisziplinen auszuprobieren und zu gucken, dass man eher ein generelles Niveau sich aufbaut und da auch generell erstmal die Gesundheit aufbaut, ein gutes Mindset hat, eine gute Fitness, eine gute generelle Fitness hat. Und wenn du die Dinge mitbringst, dann fällt es dir auch einfacher, dann mehr in die Spezifik reinzugehen und dann auch mit spezifischeren Sachen zu arbeiten. Was mir halt einfach immer wieder auffällt, auch so als Coach, ist, dass
die Athleten halt total verkopfen und einfach auch viel zu viele Gadgets einfach benutzen, gerade auch so in der Offseason, sei es irgendwie Blutglucosemonitor, Laktatmeter, Powermeter, Pace, Herzfrequenz nicht gut, aber trotzdem letztendlich so viele Tools benutzen, die sie einfach nicht wirklich brauchen und die sie auch davon ablenken, was denn jetzt irgendwie wirklich so wichtig ist. Und deswegen so als generelles Fundament, probier jetzt, wenn du irgendwie deine beste Saison planst, dass du eher von unspezifischen Inhalten einfach dann auch so ein bisschen mehr in spezifischere reingehst. Okay, und wie kann sowas jetzt, sage ich mal, spezifisch irgendwie aufgebaut werden? Und da machen wir es eigentlich so bei Rocket Racing, dass wir sagen, wir haben zuerst eine Adaptationsphase. Eine Adaptationsphase dauert eigentlich immer so 4 bis 8 Wochen. In dieser Phase geht es wirklich nur darum, irgendwie Grundzüge der Fitness, der Gesundheit einfach herzustellen und zu gucken, wo stehst du gerade als Athlet, wie können wir eine gute Trainingszone bei dir geben, wie können wir einfach auch da gucken, wo du einfach anpacken kannst jetzt in dem Moment. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, Motorik zu entwickeln, Technik zu entwickeln, Kraft zu entwickeln. Das ist so die Grundzüge der Adaptation. Danach gehen wir so in die Base-Phase. Die Base-Phase ist auch noch eine unspezifische Trainingsphase, wo es dann auch so darum geht, eher Fundament aufzubauen, Grundlagen aufzubauen, in verschiedensten Ausdauerdisziplinen sich auch zu bewegen. Da schicken wir dann auch gerne mal Triathleten ins Rudern oder wir schicken Triathleten auch in den Skilanglauf oder auch an den Skierg oder andere Dinge, wo das so, dass wir einfach sagen, wir bauen ein großes Fundament auf, große Grundlagen auf. Es geht eher auch so darum, das Trainingsvolumen jetzt zu schaffen und so ein bisschen den Trainingsstress, sage ich mal, auch mehr aufzubauen. Und vielleicht auch bei fortgeschrittenen Athleten dann auch schon mal so Hit-Sessions, sage ich mal, mit einzuführen. Danach widmen wir uns mehr dann der Build-Phase und die Build-Phase ist dann so eine spezifische Vorbereitung, wo es dann definitiv darum geht, so das Heavy-Lifting zu machen. Das heißt, wir arbeiten jetzt wirklich an spezifischen Inhalten, die relevant sind für deinen Wettkampf, an spezifischen Intensitäten, die relevant sind für deinen Wettkampf. Und danach kommen wir so in die Peak-Phase. Die Peak-Phase ist dann so, ich finde immer das Einholen irgendwie der Äpfel oder der Trauben oder wie auch immer, weil das ist eine sehr schöne Phase, wo man dann einfach nur noch auch abruft von den Inhalten, die man vorher schon gesetzt hat, wo man sich gut fühlt, wo man auch ein bisschen an seinem Mindset arbeitet, damit man dann einfach auch bereit ist für den Wettkampf und damit man dann einfach auch am Wettkampftag so sein volles Potenzial, sage ich mal so, entfalten kann. Und danach hat man dann eher so eine gewisse Transition-Phase, was auch so ein bisschen eine Off-Season ist und dann geht der Prozess wieder einfach so vom Neuen los. Wenn du dazu Fragen hast, schreib das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr gerne bereit, auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass sehr gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch den Channel abonnierst. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann. Dein Golo. Ciao.